Wir machen mal eine verdachtsunabhängige Intensivkontrolle. Steigen Sie deswegen mal bitte aus. Oha. Grenzübergang Karikatka, Akaristan, 16.04.1981. Zdravko, Varišu. Me to budu Ratko Hadru. Padrodniki Adali. Me to hutka grudok. Me to nje tam ževat, kolišto njedjelka od driba i djura. Zato Variš komisar, vališto et vas akato. Eno podšadaj vsem rekolkov, ili jo pokončeli škali rozlikov. A doli ma vaši, več to ili jo akristkov mačkovo. A da me tradeš. Nu, poslal raporta, ač variš komisar. Popovdja. Ja, und damit, liebe Genossen, herzlich willkommen zur ersten Folge von Kontraband Police hier am Grenzübergang Karikatka. Es ist auch interessant, dass dieser Kommissar uns nur über die Lautsprecher hier Befehle gibt. Aber okay, wir machen, was er sagt, oder, Tobi? Stimmt, du bist nämlich auch... Naja, gut, der kann ja auch in seinem Büro sitzen bleiben, dann kommt er nicht extra raus. Ne? Der ist ja auch nirgendwo. Also, ich habe mich schon ein bisschen reingeschaut, aber... Okay, also hier stehen alle Sachen drin. Wir sind der neue Grenzinspektor hier und dürfen die ganzen Fahrzeuge, die hier in unser wunderschönes Land reinkommen wollen, überprüfen. Und hier stehen alle Sachen drin, die wir beachten müssen, wissen müssen, nachschauen wollen. Ja, ich bin direkt ins kalte Wasser geworfen. Ich will direkt schon loslegen hier. Na dann. Ja gut, normalerweise würde man ja jetzt direkt aus der Ausbildung kommen, also daher. Ja. Schönen guten Tag. Ja. Guten Tag, die Papiere bitte. Atric, Pakra Vrotai. Послужный автоматичный компаратно инструменту это контрольная связи тела мяно и хорошный на всем документам. Okay. Der automatische Vergleich reduziert deine Wahrnehmung. Wenn er niedrig ist, funktioniert der Vergleich langsamer. Wenn er auf 0 sinkt, bleibt er nur noch der visuelle Vergleich. So müssen wir dann selber uns das anschauen und können nicht mehr einfach anklicken, ne? Um der Wahrnehmung zu erneuern, soll sie eine Pause einlegen, ein besseres Haus zu kaufen. Okay. Okay. Volle Wahrnehmung, niedrige Wahrnehmung, gar keine Wahrnehmung. Übereinstimmung, ist richtig, nein, Übereinstimmung. Darf nicht einreißen, passe ich zueinander, passe nicht zueinander. Und Geburtsdatum Vergleich mit Kalender, um das zu sehen, wie alt er ist. Okay. Finde ich auch schön, dass 42 hier steht. Okay. Und wir machen Kontrollbericht. Da müssen wir dann alles anklicken. Ne? Okay. Wir haben ja tatsächlich schon den, was war das? Nee, nicht Prolog, sondern wie heißt denn das? Es kam schon mal so eine die Demo-Version Kurzversion. Davon, die Demo-Version, genau. Die haben wir schon vormal gespielt. Ist jetzt noch vor vieles ähnlich, aber vieles ist doch anders dazu. Aber es ist auch schon Ewigkeiten her. Ich glaube, es ist auch schon ein Jahr, anderthalb Jahre her, dass wir die gespielt haben mal. Anderthalb, ja. Also ja. Genau, zum Beispiel das mit dem Handklicken, was alles falsch ist. Also schau mal, Passnummer, also Nummern vergleichen, das mache ich jetzt nicht so gerne. Gültig bis 25. April.
Rill 81, ist noch knapp, aber geht. Das ist bis 13. Oktober. Ja, ich würde sagen, ist alles richtig bei dem, oder? Siehst du noch irgendwas? Musst du das jetzt beim Kontrollbericht alles anklicken? Nee, ich muss anklicken, was falsch ist. Ah ja, okay. Wenn ich anklicke, kommt dann X rein. Deswegen. Ah jo. So habe ich es missverstanden, ne? Ich würde sagen, ich lasse ihn einreißen, oder? Jo. Dann. Atlista! Willkommen in der Karistan, Genosse. Ist ja die sozialistische Land irgendwie anpassen, ne? Nee, lass das mal. Ich bin roter Fahne, also. Da hing auch irgendein Bild von irgendeinem Typen in dem. Ja, wie es halt ein sozialistisches Länder der Fall ist, ne? Aber wir sind halt in den 80er Jahren irgendwo im Ostblock in einem fiktiven Land. Okay. Guten Tag, Ihre Dokumente, bitte. Dankeschön. Schauen wir mal. So, der hat eine Einreiseerlaubnis jetzt hier stattdessen, ne? Und er kommt aus Erkay. Reisekur und Tourismus bis 19. Oktober gültig. Bis 6. März gültig. Ja, warte mal, gültig bis 19. Oktober 1980. Wir haben aber 81. Oh. Sehr gut. Ah, guck mal, hier wird es auch schon automatisch markiert, wenn ich das so anklicke. Sehr gut. Das ist doch ein Luxus. Passnummer, die haut aber hin. So, haben wir noch irgendwelche Fehler irgendwo? Also die Einreiseerlaubnis ist halt abge. Ja, aber auch noch weitere Fehler. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir alles anklicken, dass dann vielleicht sogar irgendwie noch mehr belohnt werden, dass wir nur einen Fehler anklicken. Ach so, ja. Das Foto, das haut hin, würde ich sagen. Jo. Ja, das sind die Sachen, die wir aktuell aufpassen müssen, ob die richtig sind. Name, Haltbarkeitsdatum, das MHD, Passnummer und Foto. Passnummer war richtig, Foto richtig und Name ist auch richtig. Ja, da würde ich sagen. Müssen wir jetzt im Handbuch vielleicht nachgucken, was das heißt. Das weißt du jetzt vielleicht schon, was das heißt, dass die Einreiseerlaubnis nicht geht, was man da machen muss. Ja, wenn irgendwas falsch ist, darf ich ihn nicht reinlassen. Okay, gut, das ist die Regelung. Gut. Ja. Es muss alles richtig sein, sonst darf ich ihn nicht reinlassen. Wie ist es noch nicht vorbei? Doch, die RL-Kontrolle ist vorbei. Du darfst hier einmal schön im großen Kreis umdrehen. Genau. Dann kommst du zur Grenze wieder, wenn ihre Dokumente gültig sind. Es ist noch nicht vorbei, so wirklich was erlaubt er sich hier. Ah, perfekte Inspektion. $100 haben wir bekommen. Sehr gut. Schön. Die Kollegin da drüben hat auch irgendwie. Wie auch immer. Scholex. Guten Tag. Ihre Dokumente. Bitte. Ja, das ist notwendig, dass ich kontrolliere. Und sollte es nicht notwendig sein, also bitte. Fällt dir irgendwas Nö, auf? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Dann. Willkommen nach Karistan. Atlista. Schönen Tag noch. Und der letzte für heute. Guten Tag. Ist aber auch eine Karre hier. Das Ding. Hier, ja, Ihre Dokumente. Dankeschön. So, der ist sogar mal Foto passt nicht. Ja? Foto passt nicht. Der hat das gleiche Foto wie der letzte. Ja, und das Datum. Ist auch abgelaufen, ja. Das ist schon mal falsch. Und du sagst, Foto ist auch falsch. Moment. Ja, stimmt, der hat hier unten einen Bart. Und nee, vor allem ist das Foto von dem letzten oder vorletzten, den wir gerade hatten. Jo, ich würde sagen, dann sind wir ganz schnell hier fertig, oder? Ja, warte mal, ganz kurz gucken, ist noch was falsch? Ne, das Datum war noch falsch. Ja, okay. Oder was war richtig, meines Wissens? Nee, ich habe nur noch Ausweis immer noch geschaut. Was ist so? Was ist los, Nico? Ah, es war doch noch irgendein Fehler da. Aha. Ja, ja. Hä? Ach, die Passnummer war auch noch falsch. Da wollte ich nämlich gerade drauf gucken, aber dann hast du schon weggeklickt. Ah.
Oh, ich habe halt $20 eingebüßt. Ich besitze eine I Love Akaristan Unterhose. Interessant. Genau. Und das erneut jetzt meine Wahrnehmungsfähigkeit und ich muss 8 Stunden schlafen mindestens. Okay. Ja, 245 haben wir plus gemacht. Klingt doch super. Adai Chevarishu. Meno mi hanno Yuri Petrov. Aia madre commissaria Siu et prevuti drugarite naia vasego Zenirovka. Leno chas, mili stati inkratni aktivnia aciobarana. Schmuggelei. Lusko mnie nasze wywiadu Iliad Maduro. Это ставится вам страшная информация. Арбатснейто, а вайте лишта аж информации по трафу. Каже ванутричка эстио эно контрабадителю. Вы мадре посукати всем, которые пасуете описанию. Немвиница, нурахо контрабанду ашаядич аж акаристанска. Отриксо аж нейта. Аж ви арбатснейто шаядителя аж контролу. Also, das eine hat eine partielle Zulassung, also ein Teil des Kennzeichens ist CYV und der andere ist 53. CYV und 53. Guckt mal das Kennzeichen, da steht CYV drauf. Aha, listo ach naszego estio podrymnika. A questiona jego wychodzi as maschinu. Eto posukati kontrabandu. Erstmal tun wir ihn ganz normal kontrollieren. Atmatur. Und danach schauen wir uns mal seine Schmuggelei-Sachen an. Erst die Dokumente wegnehmen, dann erst irgendwas anderes. Richtig. Wenn er dann abhaut, hat er keine Dokumente mehr. Und das Bild passt auch. Ja. Dann, reinigen wir bitte noch aus. Kontrabandiciele paznoczno ich kryjówków, ilio serbientny znak. Ona ja liszto ać fioletka migot. Luskomnie, wasz służny migotnik eto as możny. Aha. Wir haben ein Auezeichen, ne? F musst du, glaube ich, drücken, oder? Adiviert, wy posukati znaków kontrabandu, ać eno zbiegie. Ich hab ja die Normaltaschenlampe nur an, deswegen. Reifen, Dachdecke... Kraftstofftank, Kotflügel, Stoßdämpfer, Luftfilter. Arbatschnito, my trebuje instrumentów ać rabotza. Pochwyć ta ostrak za pastolu. Oh, hier hätten wir was. Dann holen wir mal ein Messer vom Tisch, ne? Schnappmesser. Podużycie ostrak, a trobi rozrywati obiwetko się dzieje. Was ist das denn hier? Ja. So. Glawę mnie na ćmiru! Sprawlaczna! Wy fundro ani nie pier kontrabandu. Sznyfelstoffe. Kontrabandu nie tap zawrypa znaczno. Inogda estio skryczna ać partio. Ilio trudyjne mestie. Ilio posukati etu maskota. Nie tap migotnika ta jest, a dawy madre obarstnej zdra... Odrikso! Wsiem eto adma. Membinica, kontrabanditiele estio rado pas myśli. Wasza policka równiszko, madre etu podriczki as pasta kontroli. Ale i wy madre arestnąć eto bydlo. Muss ein Kofferraum noch auf? Nein, das ist aber ein böses Wort. Dover schmuggelt kann man nicht gleich so nennen. Also, wirklich. Kommissar hat aber echt einen Sprachstil drauf. So, ist da noch eine Decke hier irgendwas drin? Nee. Gut, ich würde sagen, dann hätten wir alles. Dann, Nietab. So, hier werden Kriminelle fixieren, die auf das Transport ins Arbeitsheim. Genau, stimmt, da hatten wir in der Demo auch einmal dann die Gefangenen ins Gulag, also ins Arbeitslager, gebracht, wo sie sich dann einmal tot arbeiten dürfen. Genau, Gefängniswärter, Einschnitt und Fluchtversuche zu verhindern. Wasz magazyn. Ja, das wäre sinnvoll. Ać wy możości prekowacji kontrabandu,
listów, a różniki, ać potrawku pradomiania. Beretno arodni dennaja, masz ekspadrycie. A wiepier wygawryć z oficerem Maksimowym, eto on zbywać po stalej maszyny. Jo. Dann einmal, keine Ahnung, was du im Auto machst, aber Hauptsache es kommt weg. Sehr gut. Ostrawku, rozerwatu optryny i liosynki materiału. Tempucka, madry złamać blaszki. Topornik jas można odkryć to krótok i nitankowna maszynu. Na dann, schauen wir das nächste an. Was hatten wir jetzt noch? Männer ist 53. Guten Tag. So. Ich würde sagen, jetzt haben wir langsam die ganzen Basics hier für die Kontrollen gelernt. Aber das Spiel sind natürlich nicht nur Kontrollen, da kommt dann noch mehr über die Zeit. Aber natürlich jetzt in der ersten Folge muss man ein bisschen ruhig angehen lassen, ne? So. Es gelten immer noch dieselben vier Sachen, die wir wissen müssen. Gut, dann hast du dich schon mal qualifiziert für Nicht-Einreise. 26. März, 31. Ist doch alles abgelaufen, ne? So. Banda Amiri, der Name stimmt immerhin. Und das Gesicht ist auch falsch. Das Foto. Aber der hat nämlich keinen Bart. Und die Gesichtsform stimmt auch nicht. Die Nase ist auch eine ganz andere. Jo. Aber, und wie alt ist der? Das hat doch noch überprüfen, ne? 35. Nee, du bist kein Schmuggler. Aber, sie können wieder umdrehen. Oh nein, nicht kaputt. Ja, schlimm, wenn man mit gefälschten Dokumenten umherfällt. Was für ein schlimmer Tag. Kommen sie rein, kommen sie ran. Ich weiß nicht. Ich steck sie nur schlimmstenfalls ins Gefängnis. Atajcie. Guten Tag. Die Dokumente bitte. Ja, ich würde sagen, der kann, oder? Der kann. Gut, dann. Wir sind durch. Sie können rein. Besser Grenze wirklich so schnell gehen, oder? Teilweise brauchen die ja wirklich Jahre, um da deine Dokumente zu überprüfen. Wenn man so im Grenzstau stehst. Hatte ich auch schon im Leben. Hat man es in der EU schon gut? Ja, mit dem Schengen-Raum. Ist aber ein Capro-Marker Eigenbau, oder? Sieht alles so ein bisschen ja. aus, als ob da irgendwas vom, von der Karosserie abgeflext worden wäre. Yo. Aber hey, wenn es dir gefällt, bitte. Atric. Bin ich da das Fahrzeug zu bewerten, ne? Bewerte nur Dokumente. So, das ist ein acharistanischer Bürger. So. Mai, Juni 81, das passt. Ivan. Der ist 54. Kravchenko. Wie bitte? Der ist 54. Oder 53, je nachdem. Weil er hat im Juni Geburtstag, deswegen ist er 53 und nicht 54. Okay. Ja. Und Ivan Kravchenko passt eigentlich auch. Wir machen mal eine verdachtsunabhängige Intensivkontrolle. Steigen Sie deswegen mal bitte aus. Verdachtsunabhängig. Eine verdachtsabhängige. Hier ist alles verdachtsunabhängig. Achso, ja, Dach kann ich nicht nachschauen, richtig. Da war was. Auf der Rückseite von den Sitzen auch gucken. Du gehst da so schnell durch, ich sehe da immer... Ey, ich kann hier nur durchswitchen, weißt du? Wenn ich einmal kurz drücke, dann gehe ich direkt ganz nach vorne. Ah. Ich meinte schon mit der Maus. Oha, hätte das da reingepasst. Hinterfragen die Physik das ganz einfach mal nicht. Schmuggelgeld! Nee, bestechlich ist immer nicht. Wenn das rauskommt, dann gibt's richtig Ärger von unserem Chef. Nur ich glaube, wir haben alles gefunden. Ne? Dann, Sie bleiben euch mal hier. Also für Sie ist es schon vorbei.
Moisce Amane. Aja Madre Planitska Rumskanias. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich stelle nämlich gleich noch einen Kollegen ein, der auf euch aufpasst. Das mache ich dann gleich, wenn Dienstende ist. Haben wir noch Autos? Ne, das waren alle Autos für heute. Dann hier. Räum mal weg, bitte. Arosko, Varishu. Всем Адденнай. Утрошный комиссар Турайе Нажево Данезе. Obwohl es noch nicht gesagt wurde, aber wir haben hier einen... Ich kann noch nicht. Ah, okay. Deswegen. Weil ich weiß jetzt, ja, den Computer hier kann man nämlich dann verwalten, ne? Aber dürfen wir noch nicht. Dürfen wir noch nicht. Gut, hier wird mal geleitet. Ich kenne schon ein bisschen das Spiel, auch aus der... Ja, merkt man so dezent. Ja. Ist jetzt auch schon eine Weile draußen. Selbst durchgespielt habe ich es tatsächlich noch nicht, aber... Das, was ich bisher gesehen habe, war die Prolog-Sequenz, die ihr ganz am Anfang der Folge gesehen habt, aber mehr auch noch nicht. So. 4 Prüfungen. Eigentumspflege. Achso, halt eben Unterhalt und sowas. Ach, und die Mitarbeiter dort muss man auch selber bezahlen. Ach so. Ja, uns gehört da jetzt sozusagen, wir sind verantwortlich für diesen Grenzposten. Ach guck mal, wir haben sogar heute das gleiche verdient wie gestern. Nett. Sehr schön. Oh, wir dürfen Leute ins Gulag transportieren. Was, Danieza? Перевозку заключников на роботный лагерь, аж до ставить за перевозку контрабанду на полицейскую базу. Aber ich glaube, das machen wir dann alles erst in der nächsten Folge. Ich glaube, es war für die erste Folge genügend. Und dann sehen wir dann in der nächsten Folge schon mal die nächsten Gameplay-Elemente hier, jenseits von einfach nur Fahrzeuge kontrollieren. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Tschüss. Tschüss.